Herzlich willkommen bei Autark, dem E3DC-Magazin. Heute eine ganz besonders wichtige Auswertung mit Dr. Andreas Piepenbrink. Herzlich willkommen, Dr. Piepenbrink. Warum ist das Ganze so wichtig, kann ich Ihnen sagen. Viele Häuslebesitzer haben eigentlich schon ein ansatzweise modernes Haus. Zum Beispiel mit einer Wärmepumpe oder mit einer älteren Photovoltaikanlage. Die Häuser sind 7, 8, 9 oder 10 Jahre alt. Was es damals noch nicht gab? Das Hauskraftwerk, vernünftige Speicherlösung. Und das Ganze kann jetzt vernetzt werden, erweitert werden. Mehr Eigenverbrauch, mehr Eigenenergieproduktion, mehr Unabhängigkeit und Autarkie. Die Zusammenfassung. Wir sind heute in Erfurt am Haus der Familie Meyer. Es war eine Bestandsanlage, eine Bestandsphotovoltaikanlage mit knapp 5,4 Kilowatt Peak installiert gewesen auf dem Wohnhaus. Erstens die Ausgangssituation. Das Haus wurde 2010/2011 errichtet. Eine Photovoltaikanlage gab es hier praktisch von Anfang an. Sehr löblich. Die Familie Meyer hat eine Wärmepumpe gleich mit dem Bau des Hauses realisiert und hat sich im Laufe der letzten 2 Jahre einen BMW i3 als Elektroauto zugelegt. Jetzt bestand die Aufgabe darin, eine Eigenversorgungsanlage zu realisieren, die nicht nur eine möglichst hohe Autarkie ermöglicht, sondern bei der auch über eine Notstromfunktion im Falle des Stromausfalls das Haus weiter versorgt werden kann. Also, ich fasse mal zusammen. Es geht um einen Zwei-Personen-Haushalt und das Haus wurde 2011 in Erfurt gebaut. Die Wohnfläche beträgt 190 Quadratmeter. Dabei hat sich ein Energiebedarf von 6.800 Kilowattstunden pro Jahr gezeigt. Inbegriffen ist dabei auch der Stromverbrauch für die Wärmepumpe. Rein rechnerisch schlägt das mit 1.836 Euro Stromkosten zu Buche. Zweitens. Jetzt kommt die Nachrüstung. Robert Fichtner von Solardach 24 steht in jüngster Zeit öfters vor solchen Aufgaben. Keine schlechte Sache. Denn nach den ersten Erfahrungen mit der Eigenenergieproduktion weiß der Solateur genau, was er tun muss, um die Unabhängigkeit wie in diesem Fall zu erhöhen. Um die Unabhängigkeit zu erhöhen, haben wir die Bestandsanlage noch einmal erweitert um eine weitere Photovoltaikanlage und um die Autarkie noch zu erhöhen und um das Haus auch vor sicherer zu machen, wurde auch noch ein zusätzlicher Stromspeicher realisiert. Die nachgerüstete Photovoltaikanlage auf dem Garagendach bringt zusätzliche Power und das Hauskraftwerk von E3DC speichert alles munter weg und verteilt die Energie je nach Bedarf im Haus. Das Hauskraftwerk, was wir realisiert haben, ist ja deswegen favorisiert worden, weil es zwar die Funktion des Speichern mit bietet, aber als Hauptaugenmerk, das ist jedenfalls der, den ich auch immer mit nach vorne stelle, die gesamte Energieflusssteuerung ist dort schon mit berücksichtigt. Bevor wir überhaupt erstmal an eine Planung herantreten, müssen wir erstmal wissen, was sind denn eigentlich die Bedürfnisse des Hauses. Also es wird keine Anlage mehr einfach auf gut Glück mal gebaut und wir gucken mal, was hinten rauskommt, sondern individuell für das Objekt, für die Bewohner und für die zukünftigen Bedürfnisse wird eine Planung erstellt und daraufhin gibt es eine Empfehlung und dann können wir die Objekte auch umsetzen und realisieren. So sieht die technische Konfiguration jetzt aus. Neben der bestehenden PV-Anlage mit 5,4 kW Peak kamen weitere 2,94 kW Peak auf das Garagendach dazu. Im Keller steht jetzt ein Hauskraftwerk mit einer Speicherleistung von 15,8 Kilowattstunden. Weiter gibt es eine Wärmepumpe und Lüftungsanlage im Haus. In der Garage findet sich nun auch eine Wallbox von E3DC. Das ist die Wärmepumpe der Familie Meyer. Es handelt sich um ein Kombigerät, also das heißt, das ist eine innen aufgestellte Luftwärmepumpe mit Lüftungsgerät. Da die Zu- und Abluftschächte in den äußeren Lichtschächten des Hauses integriert sind, sieht man von der Wärmepumpe im Außenbereich überhaupt nichts. Die Wärmepumpe
kann durch das S10 gesteuert werden. Und zwar über die sogenannten SG-Ready-Schaltkontakt. Und dieser Schaltkontakt ist in der Lage, 4 Schaltzustände herzustellen. Also nicht nur erhöhte Anforderungen, sondern kann auch die Wärmepumpe beispielsweise blockieren, einen Normalbetrieb herstellen oder neben erhöhter Anforderungen die Sollwerte auf die Fußbodenheizung als auch auf den Speicher auch noch erhöhen. Solche Kombigeräte haben einen großen Vorteil. Normalerweise saugt eine Luftwärmepumpe Luft von außen an. Im Winter hat das einen entscheidenden Nachteil, denn der Außenluft kann man im Winter nur wenig Wärme entziehen. Das Kombigerät gewinnt dagegen thermische Energie auch aus der Warmabluft eines Gebäudes und macht diese für die Heizung oder die Warmwasserbereitung nutzbar. Die Entscheidung für die Wärmepumpe ist eigentlich eine sehr gute gewesen, weil der Herr Meier von Anfang an ein effizientes System haben wollte. Und es gibt zur Wärmegewinnung nichts Effizienteres aktuell, als eine Wärmepumpe einzusetzen. So etwas ist nicht nur für neue Häuser geeignet. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau gibt übrigens zum Beispiel mit dem Förderprogramm KfW 430 Zuschüsse für die energetische Sanierung, einen Heizungsaustausch oder den Einbau einer Lüftung. Die zusätzliche PV-Anlage auf dem Garagendach liefert ihre Energie in einen zusätzlich montierten Wechselrichter auf. So lässt sich alles problemlos in das bereits bestehende System integrieren. Die kleine PV-Anlage, die wir zusätzlich installiert haben, die ist auf diesem Wechselrichter installiert. Und die Bestandsmodule, die hier auf dem Dach ja weiterhin vorhanden sind, also der Generator, den haben wir auf das Hauskraftwerk aufgeschalten. Das Hauskraftwerk ist nicht nur Speicher, sondern die Schaltzentrale für Energieproduktion und Verteilung. Wir stehen hier vor dem Hauskraftwerk der Familie Meier. Es handelt sich um einen E3DC S10 Blackline mit 15 Kilowattstunden Speicherkapazität. Wir haben deswegen die große Speicherkapazität gewählt, weil wir auch im ungünstigen Tagesfall auch etwas mehr Leistung zur Verfügung stehen haben für die Wärmepumpe als auch für das E-Auto, wenn die Sonne beispielsweise schon untergegangen ist. Alte und neue PV-Module, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, Wallbox und so weiter hängen hier alle dran. Das Besondere an dem Hauskraftwerk ist die Lösung als All-in-One-System. Also das heißt, wir haben ein Gerät, in dem sich der Akku befindet, in dem sich die Leistungssteuerung befindet, in dem sich auch die Leistungselektronik befindet. Und als herausragende oder sehr positive Funktion sinnvoll für das Haus, ist die Möglichkeit des Notstroms für das ganze Haus, so dass in Verbindung mit der Größe des Stromspeichers auch das Haus circa einen knappen Tag auch versorgt werden kann, ohne dass zusätzliches Netz anliegt. Und das Besondere ist auch, dass das System nachladbar ist, auch ohne Netz. Das können nämlich normale Photovoltaikanlagen mit Stromspeicher nicht. Diese sind nur in der Lage, die sind ins Netz geführt, und wenn das Netz nicht vorhanden ist durch einen Stromausfall, dann ist auch nicht die Möglichkeit des Betriebes des Wechselrichters. So kann kein Strom erzeugt werden und der Akku kann weder geladen werden, noch das Haus kann versorgt werden. Das ist die Wallbox der Familie Meier. Die haben wir letztes Jahr installiert im Zusammenhang mit einer Photovoltaikanlage. Die Familie Meier hat einen i3. Und dieser sollte möglichst viel mit dem selbsterzeugten Strom, geladen werden. Und wir haben es so realisieren können, dass der sonst ins öffentliche Netz eingespeist werden würde, hier über die Wallbox ins Auto geladen wird. Denn mit 1000 Kilowattstunden Strom kann man 7000 Kilometer elektrisch fahren. Für einen Verbrenner würde der Treibstoff 5-mal mehr kosten. Und die Infrastruktur,
wurde hier auch noch gefördert. Die Anlage wurde errichtet unter den Bedingungen der Förderung der Thüringer Aufbaubank des Programms Solar Invest. Hier haben wir die Auflage, dass nicht der gesamt erzeugte überschüssige Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden darf, sondern dieser Strom müsste sonst weggeregelt werden. Somit haben wir hier mit dieser Wallbox eine Möglichkeit geschaffen, diesen überschüssigen Strom, der sonst weggeregelt werden müsste, in das Auto zu laden und die Verluste zu minimieren. Robert Fichtner hat hier alles zu einem schlauen System zusammengefügt. So sieht es aktuell jetzt aus. Bei einer PV-Erzeugung von rund 7400 kWh und einem Energiebedarf von 8620 Kilowattstunden nutzt man hier geschätzte 61% direkt selber, was eine Autarkie von 56% ergibt. Der Netzbezug? Nur noch 44% und durch die Einspeisevergütung gibt es sogar Geld zurück. Hat der Fichtner gut gemacht, indem er Strom, Wärme, Mobilität verknüpfte, die sogenannte Sektorenkopplung. Ja klar haben wir hier eine Sektorenkopplung. Das war ja eine Voraussetzung, warum wir uns für dieses System entschieden haben. Und zwar verbinden wir hier nicht nur die Stromerzeugung, sondern auch den Stromverbrauch und der wird auch noch komplett gesteuert. Und zwar für die Wärmepumpe, für die Autoladestation und für das Speichersystem. Ja, Dr. Piepenbrink, was wir hier sehen, ist gar nicht so selten. Ich sage das in der Anmoderation, manche Leute haben schon einen Teil der modernen Infrastruktur, aber die Speicherung und das moderne Energiemanagement, was die Hauskraftwerke machen, haben da gefehlt. Hier hat man es nachgerüstet. Das ist das, was bei ganz vielen Häusern wahrscheinlich tatsächlich ansteht in der nahen Zukunft. Ja, absolut. Die Anzahl der Altanlagen steigt ja jedes Jahr. Und der sogenannte Retrofit-Markt ist zwar aktuell nur 10-15%, das heißt nur jede zehnte Anlage jeder zehnte Speicher wird in eine Bestandsanlage reingebaut. Aber in dem Fall ist ja ganz klar, die Familie Meier möchte halt mehr Autarkie haben. Warum? Die haben jetzt ein i3, die haben eine Wärmepumpe, Stromverbraucher, intelligente Lasten. Der Stromverbrauch steigt und den Strom dafür wollen sie selber machen. Völlig normal. Ja, der möchte seine Esso-Tankstelle zu Hause haben und der möchte auch seine eigene Gasversorgung für seine Wärmepumpe haben, sprich PV-Anlage selber machen, mehr Autarkie vergrößern. Und dazu muss er speichern und die Anlage vergrößern und beides hat er gemacht und richtig gemacht. Also man kann dazu sagen, das, was wir als Sektorenkopplung bezeichnen, Wärme, Strom, Mobilität zusammen, das wird sozusagen nachträglich jetzt eingeführt. Völlig klar. Ich meine, der Mensch hat seit 2011, damals gab es noch den geförderten Eigenverbrauch, das heißt, aus der Einspeisevergütung kommend hat der Staat sich herabgelassen, sogar noch den Eigenverbrauch zu belohnen. Das heißt, wenn man weniger einspeist, bekommt man sogar noch für den Eigenverbrauch Geld, ja? Also ein spezieller Tarif. Also man bekommt nicht nur für den Verkauf Geld, sondern auch für das eingesparte Geld, also für das nicht eingespeiste. Aber das ist ein Sonderfall und der ist auch nicht spezifisch, den gibt es einfach. In dem Fall heißt es nur, wenn Herr Meier seinen Eigenverbrauch erhöht, ist das doppelt lukrativ, weil erstens ja, verkauft er nicht, sondern verbraucht selbst, also den kostet das nicht den Netzstrom und er bekommt nochmal Geld dafür, dass er nicht verkauft. Ja, das ist ja praktisch zwangsweise notwendig, hier ein Hauskraftwerk einzubauen, zu speichern, weil er kriegt ja pro Kilowattstunde noch etwas dazu. Das war, glaube ich, ein oder zwei Jahre, wo es diese glückliche Situation gab. Viele Häuser, die ich kenne oder Häuslebesitzer, die haben sogar nur eine Wärmepumpe, die hat noch nicht mal eine Photovoltaik. Hier gab es ja sozusagen eine Photovoltaik schon. Und da muss man ganz klar sagen, diese Nachrüstung macht wirtschaftlich total Sinn, weil durch das Hauskraftwerk man tatsächlich dann die Eigenenergie günstig verbrauchen kann. Aber das Hauskraftwerk macht ja mehr. Es speichert nicht nur die Energie, sondern es übernimmt ja eigentlich in dem gesamten Haus die Steuerung. Das Hauskraftwerk stellt ja die Sektorenkopplung erstmal her. Ja, machen wir mal in dieser Sendung ausnahmsweise weniger Technik und mehr Kundenorientierung. Also von meiner Seite klingt eher lächerlich. Aber was will der Herr Meier? Ganz einfach, Bedürfnisse des Verbrauchers, ja?
Ich meine, Sie gehen in den Supermarkt, wenn Sie sich was zu essen kaufen wollen, und Sie gehen in die Bar, wenn Sie was trinken wollen. Wo gehen Sie denn jetzt hin, Herr Farinski, wenn Sie jetzt ein Elektroauto und eine Wärmepumpe haben? Dann gehen Sie halt zu E3DC. Ja, weil was können Sie da kriegen? Da können Sie ein 15 Kilowattstunden Hauskraftwerk kriegen. Und warum jetzt 15 Kilowattstunden? Damit der i3 auch abends geladen werden kann, und zwar kostenlos mit dem eigenen Solarstrom. Und deshalb brauchen Sie auch ein Hauskraftwerk, was das zwischenspeichert. Das heißt, eine Tag- und Nachttankstelle brauchen Sie. Und für die Wärmepumpe wollen Sie im Übergang die Anlage auch intelligent steuern. Das heißt, die Wärmepumpe soll nur dann laufen, wenn das Hauskraftwerk jetzt sieht, aha, da ist Sonne. Und sie soll vielleicht nicht anlaufen, wenn er sieht, aha, da ist jetzt vielleicht in 2-3 Stunden erst Sonne. Das heißt, dieses zeitverzögerte Ein- und Einschalten und die Einschaltverhinderung, das kann ja auch nur ein intelligentes Hauskraftwerk bzw. ein Energiemanagement machen, was da schon bei uns kostenlos drin ist. Und wenn Sie dann noch Notstrom wollen, dann kommt Herr Meier darauf, dass seine 6-kW-Anlage in dem alten Tarif einfach ersetzt wird durch ein Hauskraftwerk. Und der alte Wechselrichter, der wird einfach in einer neuen Anlage auf der Garage mit einer zweiten Anlage, ja, neu dazu verwendet, sodass er insgesamt eine 9-kW-Anlage hat in 2 Eigenverbrauchssystemen. Das kann man dann über einen Abgrenzzähler regeln. Das macht ihm ein guter E3DC Silber- oder Goldpartner. Für den ist das Standard. Und dann hat er alles, was er braucht. Er hat Notstrom, er hat intelligente Wärmepumpe, er hat Tag- und Nachtladen vom Elektroauto und er hat einen Eigenverbrauch von 50% in der Sektorenkopplung mit einer 9-kW-Anlage für 8.500 Kilowattstunden Strom. Davon gehen bestimmt 3.000 auf die Wärmepumpe, 3.500 bis 4.000 Komfort und der fährt noch locker, weiß ich nicht, 7, 8, 9, 10.000 Kilometer kostenlos. Und das ist die Story. Das nennt man Retrofit, hat mir Dr. Piepenbrink vor der Sendung gesagt. Also nochmal, was das Besondere an der Lösung ist, die alte Anlage ist ans Hauskraftwerk angeschlossen worden. Deshalb, weil der Eigenenergieverbrauch sich besonders lohnt, weil der Eigenenergieverbrauch sogar pro Kilowattstunde in der Konstellation bezuschusst wird. Und der alte Wechselrichter landet sozusagen vor den neuen Photovoltaikmodulen. Und das ist ja eigentlich eine sehr coole Lösung, weil man altes Equipment, was man hat, weiterverwenden kann. Ja, jetzt machen wir eine kleine Einlage. Jetzt spreche ich für die Firma Energieversorgung, also E.ON oder RWE oder Stadtwerke. Wir schalten jetzt um zum Stadtwerkkanal. Okay. Also der Herr Meier hat alles falsch gemacht. Erstens mal, Elektroauto ist nicht umweltfreundlich, muss weg, hätte er besser einen Diesel gekauft. Genau. Wärmepumpe, völliger Quatsch, teure Stromheizung, hätte er besser eine Gastherme gekauft. Genau. PV-Anlage, Landschaftsverschandlung, kompletter Unsinn, kostet nur Geld. Das Beste wäre gewesen, ein paar Kubikmeter Gas für die Heizung, ein paar Liter Super Plus oder Diesel für sein Auto und den Netzstrom bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bezahlen, der aus deutschen Braunkohlekraftwerken kommt. Und das muss man machen. Dauerschuldverhältnisse, Herr Farinski. Dauerschuldverhältnisse für Öl, Gas und Braunkohlestrom. Und der Herr Meier hat jetzt alles falsch gemacht und Sie unterstützen das noch. Audi würde Ihnen jetzt die Füße küssen für diese Aussage, denn die haben ja einen Umsatzeinbruch um die Hälfte zurzeit wegen diesen Diesel-Pkw und der Umstellung. Also das ist schon. Aber wieso macht der Herr Meier denn alles falsch? Statt Öl, Gas und Braunkohlestrom macht er jetzt alles selber. Das bringt doch überhaupt nichts. Und das funktioniert doch auch wahrscheinlich gar nicht, Herr Farinski, oder? Genau. Und wie gut es funktioniert, kann man sehen. Denn er hat sich tatsächlich, können wir in der Statistik an den Ergebnissen aus dem Portal sehen, er hat seinen Eigenverbrauch signifikant gesteigert. Absolut. Best in class gesteigert. Der betreibt seinen Komfortstrom zu 70% autark, seine Wärmepumpe zu 50% autark und sein Elektroauto zu 100% autark. Im Drittelmix, klar, könnte die Anlage, kann immer größer sein, ja? Mhm. Hat aber nun mal seine Gebäudesituation, was soll er machen? Ja? Kann er schlecht jetzt noch ein Haus daneben bauen, damit er noch mehr Photovoltaik hat. Aber da ist schon sehr, sehr klug gehandelt worden. Und natürlich wieder über einen E3DC-Partner, weil alle anderen sind anscheinend sowieso nicht in der Lage, vernünftig Kunden zu beraten. Man muss auch mal dazu sagen, ja,
Es gibt ja immer Leute, die warten, dass alles billiger wird, die ganze Technik billiger wird. Haben wir auch in unseren Sendungen schon gehabt. Das bringt gar nichts, weil die Amortisation sofort beginnt, sobald man die Technik hat. Und hier kann man sehen, wer früh investiert hat, wer früh angefangen hat, hat jetzt den großen Vorteil. Er hat einen super Einspeisetarif für seine alte Anlage. Er rüstet nach, er macht mehr Energie. Er setzt jetzt mit dem Hauskraftwerk die Spinne im Netz und ist sozusagen der Meister. Also wer schon was hat und wer nachrüsten kann, das ist gar kein Nachteil, sondern das ist sozusagen, wer die Möglichkeit hat, jetzt noch sowas reinzusetzen, der ist der Glückliche. Ja, richtig. Ich schalte jetzt zurück auf den Versorgerkanal. Bitte fangen Sie nicht an. Sie sehen ja, was passiert mit Leuten, die früh angefangen haben. Dann haben die hinterher noch mehr Einsparungen. Dann ist das amortisiert auch noch alles. Dann ist auch das noch alles amortisiert und das Dauerschuldverhältnis wird ja immer kleiner, Herr Ferenczky. Ich meine, wovon sollen die ganzen Versorger leben, ja? Hinterher kommen noch die Gelbwesten. Ja, das müssen dann so blöde Mieter wie ich zahlen, die dann die Strompreiserhöhung bekommen. Das will ich nochmal dazu sagen, haben Sie vielleicht auch bekommen. Sie haben Strompreiserhöhung bekommen zum 01.01.2019. Und was steht in den Briefen drin? Aufgrund der Entwicklung in den Energiemärkten. Und schon dieser Satz ist ja gelogen, weil die Energie wird auf den Energiemärkten immer billiger, preiswerter, nicht teurer, wie es erzählt wird. Also schon die Preiserhöhung, schon die Begründung der Preiserhöhung, die stimmt schon überhaupt nicht. Und wer sich eben selber versorgen kann, der kann auf die Preiserhöhung pfeifen. Also mein Tipp ist, wie in Frankreich, Steuern erhöhen für die Arbeitenden, Gelbwesten ignorieren und dann weiter so. Dann haben sie einen sozialen Frieden. Dann haben Sie den sozialen Frieden und dann haben Sie noch zwei Möglichkeiten. Sie holen irgendwelche intellektuellen Klugscheißer, ja? Die erzählen Ihnen dann irgendwas von, wie heißt das noch, Grundrente, ja? Wie heißt das? Bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, das also, finde ich ja wieder wo gar das nicht herkommt, so schlecht, ist dann, ja gut, das sollen halt dann die Fleißigen zahlen, ja? Und die Reichen, ja? Die werden isoliert, weil an die darf man nicht ran. Na, Milliardäre haben wir ja genug. Die Millionäre werden ja heute auch nicht mehr Parteivorsitzende. Also die Photovoltaik und der Speicher und das Elektroauto und die Wärmepumpe ist der Befreiungsschlag des freien Bürgers. Ja, so sehe ich das genau. Ja, das gefällt mir. Und deshalb natürlich engagiert sich Frank Ferenczky dafür? Ja, also vor allen Dingen, man muss ja nochmal dazu sagen, ich finde es nach wie vor unglaublich, dass Wärmepumpen aufgebaut worden sind ohne Photovoltaikanlagen. Und selbst wenn Sie eine Photovoltaikanlage haben mit einer Wärmepumpe, dann nimmt die Wärmepumpe halt die Energie, wenn sie vom Dach kommt, und wenn nicht, nimmt sie eben aus dem Netz. Erst mit dem Hauskraftwerk wird ja auch der Betrieb der Wärmepumpe viel effizienter. Völlig falsch. Bei einer Wärmepumpe wird das Haus nicht warm, Sie brauchen kein amerikanisches Gas, Sie brauchen kein russisches Gas, Sie brauchen kein türkisches oder arabisches Erdöl. Alles schlecht. Vollkommene Fehlinvestition. Vollkommene Fehlinvestition, weil jeder weiß doch, wie umweltfeindlich ein Elektroauto ist und wie umweltfeindlich eine Wärmepumpe ist. Ja, da muss ich dann auch umschalten, wenn Herr Dr. Piepenbrink das macht. Also Herr Mayer hat mit seinem totalen Egoismus gesiegt, hat nur seinen Geldbeutel im Blick und hat diese Lösung übernommen. Was für mich noch ganz entscheidend ist, was immer wieder gefragt wird. Mhm. Ja? Wir haben moderne Häuser, die so auch so 10, 11 Jahre alt sind und da ist noch eine Gastherme drin. Ja. Und jetzt fragen mich ganz viele, Photovoltaik, will ich jetzt machen, Speicher auch. Das ist etwas, was die Leute sich sehr gut vorstellen können. Hier gab es jetzt schon eine Wärmepumpe. Wenn man jetzt sagen würde, man macht Retrofit, 10 Jahre altes Haus, schmeiße ich die Gastherme dabei raus? Also wir schalten jetzt mal wieder um auf den soliden Modus, Herr Ferenczky. Also nochmal ein paar Tipps von meiner Seite. Also eine Wärmepumpe ist ja in erster Linie mal ein Stromverbraucher, der den meisten Strom im Winter zieht. Das heißt, da hilft mir eigentlich der Speicher vergleichsweise wenig, sondern es hilft mir eine große Photovoltaikanlage. Weil im Sommer brauche ich keinen Speicher für die Wärmepumpe oder fast nicht. Und im Winter brauche ich eine große PV-Anlage. Habe ich die, ist die Wärmepumpe perfekt. Auch für eher schwach oder weniger gedämmte Häuser ist sie eine gute Investition in Verbindung mit einer großen PV-Anlage. Das Elektroauto ist mit einem intelligenten Energiemanagement, muss ich gar nicht auslegen, weil ich kann jeden überschüssigen Strom da reintanken, auch mit einer mittelgroßen Photovoltaikanlage.
Und der Komfortstrom, der ist direkt proportional zur PV-Anlage. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, ob Sie von einer Gastherme auf eine Wärmepumpe gehen sollen, dann hängt das ohne PV-Anlage, wird das meist recht teuer unter uns. Das muss man sich sehr gut angucken. Es gibt aber auch noch teilweise Wärmepumpentarife und große Förderungen. Das muss ein Heizungsbauer mal, wenn keine PV da ist, muss man sich das ganz genau angucken. Und mit PV ist das eigentlich überhaupt keine Frage. Da würde ich eindeutig sagen, ja, es sei denn, es ist ein 60er-Jahre-Bau, der wahnsinnig schlecht isoliert ist, dann muss man da halt noch eine Sanierung mitmachen und sich dafür die Fördergelder entsprechend sichern. Aber nach 10 Jahren mal eine Gastherme rauszuwerfen und im Retrofit eine Wärmepumpe reinzuschieben, ist das so eine schlechte Idee? Nein, keine Frage. Aber wenn Sie es ohne PV machen und ohne Sanierung, müssen Sie halt gucken, wie viel Stromverbrauch die Wärmepumpe dann hat. Das braucht man auf alle Fälle. Das können Sie aber direkt umrechnen vom Gasverkauf, Gasverbrauch. Das heißt, für die Höhe Ihrer Gasrechnung kriegen Sie auf jeden Fall eine Wärmepumpe und die Anschaffungskosten sind auf jeden Fall niedriger. Das ist meine Meinung. Das heißt, rein vom Heizungsbau ist das eine gute Sache. Ja, das möchte aber die Heizungsindustrie nicht, weil die möchten gerne noch 20, 30, 40, 50 Jahre ihre Gasthermen verkaufen. Aber ohne eine PV-Anlage, ohne Eigenerzeugung, jetzt nur eine Wärmepumpe mit Netzstrom zu betreiben, ja, ist immer noch besser als eine Gastherme, aber ich würde mich dann fragen, warum macht man es nicht gleich richtig? Das heißt, immer überlegen, wenn so eine Anschaffung ansteht, macht man noch eine Dämmung im Haus? Macht man eine aktive Erzeugung, Speicherung? Denkt man noch ans Elektroauto? Und jetzt nur die Wärmepumpen einzusetzen, um die Gasthermen zu ersetzen, ist auch eine gute Sache, aber ist ganz klar zu kurz gesprungen. Ich habe gerade am Samstag ein Gespräch gehabt mit einem Zuschauer und der hat tatsächlich auch so ein über 10 Jahre altes Haus, rüstet jetzt Photovoltaik, Hauskraftwerk, Wallbox und hat aber noch eine Gastherme und sagt, jetzt schmeiße ich die Gastherme raus und baue dann in dem Zug gleich eine Wärmepumpe mit ein. Die Gastherme würde wahrscheinlich noch 5 Jahre laufen, aber wahrscheinlich macht es Sinn, das sozusagen in einem Schwung mitzumachen, oder? Ja, aber die Grundregel ist ganz klar, erstmal das eigene Dach voll machen mit Photovoltaik, dann überlegen, was kann ich speichern, dann überlegen, wie kann ich heizen und das Auto ist sozusagen jederzeit einsetzbar und es werden immer die Fragen in der falschen Reihenfolge gestellt. Ohne eine ausreichend große Photovoltaikanlage kann ich sowieso nicht arbeiten. Und einen Speicher brauche ich sowieso, sobald ich irgendwas Nennenswertes betreibe und intelligenten Last verschiebe, brauche ich einen Speicher. Das heißt, erst die große Photovoltaikanlage, dann der Speicher. Und dann passen Wärmepumpe sowieso und Elektroauto in dieses Lastprofil recht gut rein, wenn die Photovoltaikanlage ausreichend groß ist. Ja, jetzt, Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind heute schwer in Form. Jetzt nochmal was ganz Entscheidendes, was wir nochmal ganz klar verdeutlichen müssen. Bei meiner letzten Sendungsaufzeichnung prägte Dr. Piepenbrink einen tollen Satz, den ich seitdem in jeder Kinofilmvorführung den Zuschauern sage. Und das möchte ich jetzt hier auch nochmal tun. Dr. Piepenbrink hat gesagt, die Größe der Photovoltaikanlage entscheidet alles. Der Satz ist so klar und einfach, aber es ist der Punkt, ich muss sozusagen vom Dach das Maximale an Energie runterholen. Viele Solateure planen noch so, was man wirklich so braucht, plus so und so viel. Das muss man aber ganz klar sagen, ändert sich, denn die Elektromobilität kommt auf alle Fälle dazu. Warum? Das besprechen wir gleich noch. Aber ich kann auf alle Fälle, wenn ich Sektorentkopplung mache, Wärme, Strom, Mobilität, brauche ich jede Kilowattstunde, die ich an Energie erzeugen kann. Deshalb ist der Satz von Dr. Piepenbrink, die Größe der Photovoltaikanlage entscheidet alles. Ihr Credo ist, so viel wie möglich machen, wie geht. Ja, und insbesondere größer als 10 kW für Neubauten. Muss man auch keine Angst haben vor der EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch, weil wenn man eine bestimmte Größe hat, ist das irgendwann wurscht. Ja, absolut. Und jetzt der zweite Punkt, der auch nochmal ganz wichtig ist. Viele sehen so ein Elektroauto so als Zusatz, der mal irgendwann kommen könnte. Warum reden wir immer so stark über die Wallbox, über die intelligente Wallbox, muss man dazu sagen?
Das Elektroauto ist deshalb so entscheidend. Ich meine, das ist ein komplizierter Gedankenschritt, aber er ist so wichtig, weil mit der Energie fürs Elektroauto veredeln Sie Ihre Eigenenergie nochmal ganz anders, als wenn Sie ins Netz einspeisen oder auch im Komfortstrom verbrauchen, weil Sie mit dem Elektroauto unglaublich günstige Mobilität gewinnen. Mit der Wallbox und mit dem Elektroauto, Herr Dr. Piepenbrink, veredel ich meine Eigenenergieproduktion. Deshalb reden wir so intensiv darüber immer. Ja, absolut. Also das Elektroauto, die Betriebskosten vom Elektroauto, also selbst der Netzstrom, ja, wenn Sie jetzt nichts machen und nur den Netzstrom bezahlen, dann fahren Sie ja schon für die Hälfte. Wenn Sie eine PV-Anlage haben und die intelligent betanken, dann fahren Sie für null. Also ich meine, gerade dem Deutschen sollte es doch einsichtig sein, dass die Betriebskosten oder die Energiekosten oder die Nebenkosten für ein Auto über einen Elektroauto-Ansatz drastisch gesenkt werden können, bis auf null. Und das ist doch eigentlich eine coole Geschichte. Und noch der Umweltaspekt. Deshalb hat auch Herbert Diess von Volkswagen letzte Woche gesagt, ohne Ausbau der erneuerbaren Energien ist Elektromobilität in Deutschland nicht machbar. Es ist anscheinend in Berlin noch nicht angekommen. Ja, genau. Und deshalb braucht man eben wie so ein Puzzleteil, man braucht eben die PV-Anlage, man braucht das Hauskraftwerk, die Wärmepumpe, die Elektromobilität und dann hat man das gesamte Paket zusammen und das schafft im Idealfall das Energiekosten- oder Nebenkostenfreie Haus, neben der, abgesehen jetzt von der Investition. Absolut, wenn die PV-Anlage groß genug ist. Wenn sie groß genug ist. Wir haben Zuschauerreaktionen auf die Sendung bekommen und da gibt es ganz tolle Redaktionen und das ist ein wirkliches Thema, Dr. Piepenbrink, was This is Stan 1977 sagt. Er sagt, das war ja jetzt soweit ganz interessant, aber wer kann in meiner Region eine entsprechende Berechnung machen? Meine bisherigen Solarberater waren etwas überfragt bei dem Thema Luft-Wärmepumpe und zwei Elektrofahrzeuge. Das ist wirklich, wirklich ein Thema. Man glaubt es kaum. Aber Sektorenkopplung, das, was wir gerade gesagt haben, die Größe der Photovoltaikanlage entscheidet alles. Intelligente Verknüpfung, alles zusammen. Das ist tatsächlich nicht etwas, was man automatisch vom Solateur heute vorgeschlagen bekommt. Ja, natürlich nicht. Aber Herr Ferenczky, man kann alles akademisch angehen und alles pragmatisch. Wenn ich die Sache pragmatisch angehe, bei This is Stan 1977, nehme ich an, der ist 12 Jahre jünger als ich, zwei Elektroautos sind 2.500 bis 3.000 Kilowattstunden. Eine Wärmepumpe sind 3.000 Kilowattstunden. Komfortstrom sind 4.000 Kilowattstunden. Das heißt, der Mensch ist bei 10.000 Kilowattstunden. Das heißt, der braucht eine 15 kW-Anlage und das war's. Und dann braucht er noch einen 15 Kilowattstunden Speicher und da kann er jetzt seinem Solateur 20.000 Fragen stellen oder er kann die Anlage einfach bauen, weil am Ende wird er da rauskommen. Mhm. Wenn einer das volle Programm macht mit Wärmepumpe, mit Elektroauto und allem drum und dran, landet er über kurz oder lang bei 10.000 Kilowattstunden. Er braucht dann eine 15 kW Anlage und 15 Kilowattstunden Speicher und das war's. Und das wird ihm kein Solateur ausreden, außer jemand, der vielleicht die falschen Hersteller vertritt oder sonstige Stromverträge verkaufen möchte. Nein, also ich sag mal, ja, er hat recht, das ist ein bisschen schwierig, aber man kann alles total pragmatisch lösen. Und wenn man es pragmatisch löst, kommt da eine große Photovoltaikanlage raus und dann kommen da 10.000 Kilowattstunden raus und dann braucht der Faktor 1,5 im Speicher und in der Erzeugung und fertig. Und den Speicher, der muss dann etwas größer gewählt werden, weil er möchte ja abends sein Elektroauto auch tanken. Ja. Er möchte dann nicht nach Hause kommen und dann feststellen, dass er dafür Netzstrom braucht. Und deshalb braucht er halt mehr Speicher, wahrscheinlich sogar noch mehr. Und wenn er dann die Superlösung wählt, dann kauft er sich eine Pro-Serie von E3DC, weil der hat dann nochmal zu beliebiger Zeit nachrüstbar einen Speicher, den er ins Elektroauto umladen kann. Also quasi seine eigene Privattankstelle abends. Also das, was Sie gesagt haben, ist der entscheidende Punkt. Ich glaube, man muss selber den Solateur darauf hinweisen und muss das auch einfach verlangen. Nochmal mein Beispiel vom Samstag. Ich habe einen gehabt, einen Zuschauer, der hat einen Solateur da gehabt. Ja? Er hat eine Gastherme zu Hause und der Solateur hat gesagt, Sie kriegen eine 6 kW Peak-Anlage aufs Dach und da lohnt sich kein Hauskraftwerk. Ich habe gesagt, Photovoltaik komplett aufs Dach, vorne und hinten, alles was geht.
Wärmepumpe rein, Wallbox rein, ja. Und da ist das Hauskraftwerk einfach die Grundbedingungen. Und während der Solateur ihm 6 Kilo kW Peak-Anlage hinsetzt, habe ich schon mal Pi mal Daumen, bin ich schon mal bei ihm auf 11, 12 kW Peak gekommen mit Wärmepumpe, mit Elektromobilität. Also es gibt tatsächlich noch Solateure, die das so nicht machen. Und das muss man dann wahrscheinlich einfach sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das müssen Sie selbstbewusst einfordern. Sie müssen bei den Solateuren Sektorenkopplung bestellen. Ja, aber wer möchte schon im Alter Geld haben und wer möchte schon weniger Nebenkosten haben? Es ist doch viel besser, die Dauerschuldverhältnisse zu haben, Herr Renzki. Weil ja. Wie schön ist das, wenn man hinterher für 2, 3, 4, 5, 6.000 Euro Nebenkosten an Versorger für Gas, Öl, und wie schön ist das, wenn man den Sprit bezahlen kann, und wie schön ist, wenn der Netzstrom bei 40 oder 50 Cent ist. Ich sag mal, das muss doch jeder für sich entscheiden. Also ich finde auch diese Stromverträge ohne PV-Anlage finde ich auch ganz toll. Weil dann sind sie ja noch ärmer, ja, am Ende des Tages. Ach, genau. Zwei Sachen wollte ich noch kurz besprechen zum Schluss. Wir sind schon relativ lang wieder. Ich liebe solche langen Sendungen, wissen Sie ja. Was ich bei meinen Filmen immer stärker sehe, ist, dass die Black Edition stärker verbaut wird. So das traditionelle alte E10 Hauskraftwerk sehe ich mittlerweile bei Neuinstallationen immer weniger. Und die Antwort ist, glaube ich, so schon vorgegeben. Speicher, Speicher, Speicher. Denn Eigenverbrauch erhöhen ist das Gebot der Stunde. Ja, genau. Und jetzt könnte man sagen, unabhängig davon, dass natürlich eine solche Investition natürlich klassisch gesehen teuer ist und überlegt werden muss, genau wie neue Fenster, ein Auto und eine neue Wohnzimmergarnitur, das muss man sich gut überlegen. Aber wenn, jetzt klingt jetzt lächerlich, aber dann spielt die Größe der PV-Anlage und der Speicher selber auch keine große Rolle mehr, sondern dann muss man sich fragen, warum hat man es nicht gleich richtig gemacht und nicht hier mit kleiner Anlage und hier noch was und da noch was gespart. Weil am Ende des Tages muss ja der Sinn sein, keine Nebenkosten mehr zu haben und nicht irgendwie so einen komischen Stromvertrag noch zu haben oder sonst was, wenn dann richtig. Und was meinen Sie, was Sie das merken? Das ist doch die alte Anton-Wissing-Regel, ja, wenn Sie das mal zusammenrechnen, Spritkosten, Heizkosten, Stromkosten, da kommen Sie schon mit einer Familie und 1 bis 2 Automobilen, da kommen Sie locker auf 5.000, 6.000 Euro netto und die müssen Sie erwirtschaften. Ja, das heißt 500 Euro oder 400 Euro netto Monatseinkommen, und wenn das weg ist, ja, oder wenn das sozusagen CO2-frei vom eigenen Dach kommt, zwischengespeichert und intelligent verteilt, das muss ich doch nicht mehr kommentieren mit Tendenz steigender Energiekosten. Das ist aber das, was ich glaube, was viele Zuschauer und Zuschauer jetzt verstehen, dass man einmal Investitionen macht und sich von diesen laufenden Dingen im Grunde genommen befreit. Und wenn die Anlage abgezahlt ist, amortisiert ist, hat man es eben for free. Und das werden noch sehr, sehr viele verstehen. Eins möchte ich noch mal kurz ergänzen, weil der Staat ist ja unheimlich bürgernah. Ne? Schauen Sie mal, was der Staat alle für den sozialen Wohnungsbau tut, was er für die Renten tut, was er für die Mietsenkung tut, was er zur Begrenzung der Nebenkosten tut, zur Begrenzung der Benzinsteuer und wie er sich heldenhaft für die Ölpreissenkung einsetzt und für die Strompreissenkung. Da sieht man doch, diesen ganzen PV-Blödsinn braucht man doch überhaupt nicht, weil sich der Staat doch richtig für den Bürger aus dem Fenster lehnt. Genau. Oder? Haben Sie doch auch den Eindruck, ja, und oder? Deshalb lohnt sich auch kein neoliberaler CDU-Vorsitzender. Den brauchen wir nicht. Neoliberale Politik. Man muss das nur richtig umverteilen. Genau. Einen Punkt habe ich noch. Wir haben eine Gebäudesimulation, die gemacht wird. Und man kann eigentlich sehen, dass in dieser Gebäudesimulation wirklich alle Komponenten ausprobiert wurden und simuliert wurden. Und da würde ich sagen, das ist eine total aufwendige, aber eine tolle Geschichte, wichtige Geschichte. Auf der anderen Seite braucht man wirklich eine Gebäudesimulation, wenn wir sagen, komm, Photovoltaik, alles was geht, fetter Speicher rein, Wärmepumpe, da setzt ja sozusagen die technische Komponente eigentlich alles voraus. Braucht man solche Simulationen? Macht das Sinn? Ist eine tolle Sache, wenn sie dann auch stimmt und bezahlbar ist. Wenn ich sowas kriegen würde, würde ich es mitnehmen. Aber brauchen, ja, ist halt ziemlich ungewöhnlich.
Kommt drauf an, was Sie damit meinen mit der Gebäudesimulation. Ja? Also eine Lichtausbeute oder einen jahreszeitlichen Gang der Sonne bei einer komplizierten Dachausrüstung oder eine komplette Verbrauchssimulation mit spezifischen Verbrauchern. Ich weiß nicht, was mit Gebäudesimulation gemeint ist. Ja, Fichtner hat sich da ja richtig reingefuchst, kann die Wärmepumpen reinsetzen. Auf der anderen Seite muss man sagen, das, was heute reingebaut wird an Wärmepumpe, Photovoltaik, selbst zum Hauskraftwerk, ist heute Großserientechnik. Das sind fix und fertige Komponenten. Das ist alles kein Hexenwerk mehr. Ja, aber jetzt muss man auch noch mal eins sagen, die Arbeitsweise von Robert Fichtner ist halt schon einmalig, aber es gibt halt nicht so viele davon. Das heißt, wenn ich jetzt sage, man soll sowas tun, dann kommt raus, das können 10 oder 20 Leute in Deutschland tun. Wir beide hätten aber doch gerne, dass es 10.000 machen, oder? Ja, da kommen wir aber wieder... Das heißt, die Antwort ist, ja, es ist gut, wenn das ein Profi macht, aber man kann auch mit einer ausreichend großdimensionierten Anlage und Standardkomponenten recht weit kommen. Ja, aber da kommen wir wieder bei This is Stan 1977. Wer macht das so, wie ich es will? Können wir nur sagen, am Ende der Sendung blenden wir die Hotline hier ein. Da können Sie anrufen und sich die entsprechenden Solateure vermitteln lassen. Das war autark, das E3DC-Magazin mit einem wirklich wichtigen Thema. Retrofit ist für viele Häuser angesagt und dann werden auch Sie eines Tages frei von Energienebenkosten. Dankeschön, Dr. Piepenbrink. Bis zum nächsten Mal.